gleich ab hier. Das ist halt das Gute hier. Boah, da rumsen. Also der Raketenwerfer ist schon mal top. Mit dem sind wir einverstanden. So, jetzt kommt da auch wieder einer raus. Normalerweise soll der deffen, aber der zeigt ihm den Rücken, weil das interessiert den nicht. Der ist im Streik oder so, ne? Da hinten sind ein paar, aber da hinten sind sie mir wurscht, ehrlich gesagt, ne? Nur hier vorne sind die wichtig. Und, ja, das ist perfekt, wenn man nur AP über hat. Wie wir das gerade machen. Das läuft. So, wir deffen hier wieder. Du deffst auch. Du deffst auch. Du vernichtest den jetzt mal. Wow, der Raketenwerfer, der hat Wumms in der Hütte. So, und du wirst hier auch schön deffen. Jawohl, also, das haut hin, Leute. Ich würde den auch gerne deffen lassen, aber es geht leider nicht, der hat zu wenig ab. Also, den schweren Bolter, der haut zwar gut rein, aber der braucht noch ab. XP gibt es auch für die Leute. Wir leveln. Alles, was zu nahe kommt, wird vernichtet. Also im Moment läuft's. So, jetzt kommen da mal einige. Aber das soll jetzt nicht das große Problem sein. Die müssen ja mal vorkommen, ne? So, der Gegner braucht nur ein bisschen zum Nachdenken. So, da ist einer vor unserer Nase. Der kriegt aber auch gleich einen auf dem Latz. So, jetzt kommen aber einige hier raus, ne? Gut. Dann würde ich sagen... Kannst du den umnicken? Jo, hau immer mal eine aufs Maul. Da rumst's ordentlich, ey. So, das ist aber der jetzt. Den kann er nicht. Kannst du... Was? Nö, kannst du nicht. So, wir lassen dann... Nee, 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 du sollst... Hier deffen. So. Du sollst auch deffen, das geht natürlich nicht. Gut, wir lassen die einfach auf uns zukommen. Das ist ja nicht so das Problem. Da ist einer hinter uns. Das ist extrem schlecht. Wo kommt denn der her? Wie kommt denn der hinter uns, Leute? Also, das ist jetzt extrem scheiße. Aber er ist ja weg. Wir haben ihn schön umgenietet. So, und du deffst hier. Und weiter geht's. Nächster Zug. So, da kommen sie. Und dann gibt's zack, boom, bang. Und da kommt der nächste. Aber die fressen schön hier. Kaum kommt er vor, geht's boom. Aber wir haben halt nicht unendlich AP. Aber im Moment läuft's gut. Also, es geht. Überrannt werden wir jetzt nicht. Wir können nur gut deffen. Aber es sind halt noch ein paar Ründchen. Und wenn die bei uns hier vor der Nasen rauskommen, das finde ich jetzt nicht so toll. Aber okay. So, bin ich wieder dran? Mein Zug. Ja. So, da ist wieder einer, da sehe ich einen. Den werden wir jetzt mit dem hier mal angehen. Du kannst doch nicht schießen, ich verstehe. Steht der so blöd? Na, wisst ihr was, dann gehe ich hier nach hinten. Wieso kann der nicht auf ihn schießen? Jo, das ist heiß gelaufen. Ach du Scheiße. Puh. Das ist aber ganz schlecht. Gut, dann musst du jetzt ran. Also das Plasma, das werden wir weglegen, weil das ist extrem scheiße, wenn das heiß läuft. Das geht gar nicht. Dann kann er nicht mal schießen. Das ist absolut uncool. So, jetzt schieß den hier mal weg hier. So. Du bewachst es hier. Du nietest den mal um, weil das kann nicht sein, dass der hier vor unserer Nase steht. Das ist illegal. Sozusagen. Jo, wir haben alles erledigt. Zug beenden. Jetzt ist der Gegner wieder dran. Jetzt kommen sie da hinten. Der frisst. Aber also den Plasma, den lege ich weg, weil dieses Überhitzen, das ist nicht gut. Der macht zwar eine Spur mehr Damage, aber dafür überhitzt man die Waffe, dann kann ich gar nicht schießen eine Zeit lang. Oder eine Runde oder so, das weiß ich noch nicht. Und das ist natürlich nicht der Top 10 Hit, ne? Hässlich sind sie ja mal alle mal hier, die Gegner. Das ist mal ja sowieso. Kaum kommen sie, sterben sie. Also wir halten das ganz gut bis jetzt. Jetzt müssten wir die neuen Runden eh bald haben. So, jetzt ist die Überhitzung vorbei. Jetzt können wir wieder reinhauen hier. Jawohl. Aber gut, Damage macht er auf jeden Fall. Das muss man sagen. So, der defft hier. Der defft ebenfalls. Ihr werdet hier alle schön deffen. Jawohl, das funktioniert. Das Deffen kostet uns einen AP-Punkt. Also... Es ist machbar, sagen wir so. So, du deffst hier rüber.
Jo, wunderbar. So, dann kommt mal ihr Scheißer. Und dann gibt's aufs Maul. Also ihr seht, da fliegt schon mal ordentlich was hin hier. Wenn der kommt, dann geht er gleich wieder. Wunderbar. Drei haben wir da umgenietet. Also gute Ausbeute. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Okay. So, was willst du von mir? Ah, da kommt auch einer raus. Okay. Ja, mit dem Plasma, das mag ich nicht. Das Überhitzen, das stört mich ein bisschen. Da werde ich eher die konventionelle Waffe dann nehmen nachher. Muss ich umrüsten, aber ich dachte eigentlich, das habe ich umgerüstet, ne? So, hau den um. Komm. Ein bisschen reinzoomen, dass wir auch was sehen. So, dann darfst du in die Richtung. Du darfst den jetzt umnieten. Auf Deutsch gesagt, du darfst leveln. Ihr seid ja wie Kanonenfutter, Jungs. So. Was ist das hier? Probieren wir das mal aus. So. Und schießt gleich daneben. Das ist ja sehr nützlich, das Ding. Das kostet mir alle Actionpunkte. Also das bringt es jetzt nicht so. Diese Plasma-Gang, mit der bin ich überhaupt nicht einverstanden. Komm, hau den mal. Wow! Das hat gepfeffert. Holy moly. So. Dann würde ich sagen, Zug beenden. Die neuen müssten wir jetzt eigentlich schon haben. Ich habe jetzt zwar nicht mitgezählt, aber sollten wir langsam haben. Gut dürfen können wir. Wir haben hier keinen Stress. Das läuft. Das läuft. Oh. Fernkämpfer? Okay. Jetzt haben sie uns zum ersten Mal getroffen. GZ, liebe Gegner. Ihr habt uns gekitzelt. Es juckt so. Aber man soll sie nicht verarschen, wir haben vorher auch einen Mann verloren, ne? So, das heißt, gnadenlose Bekämpfung hier von diesem Ungeziefer da. Diesen Möchtegern-Dinosaurier, so schauen die irgendwie aus. So, jetzt schieß aber wieder normal, weil sonst triffst du wieder nichts. Komm, hau den um. Oh, nicht daneben, du Penner, du. Jetzt ist es wieder überhitzt hier, die Waffe. So, hau mal deine Rakete hintere. Wumps! Er überlebt sogar noch. Ich glaub's ja nicht. Gut, dann schießt du ihn nieder. Und Defen! Und Defen! Und umnieten! Und Defen! Defen! So, haben wir unsere neuen jetzt langsam? Offensichtlich noch nicht. Aber bald. Oh, 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 da kommt mal was zu nahe. Aber die fressen ganz schön. Also das mit Deffen, das funktioniert super. Immer wieder hüpfen, hüpfen hier irgendwelche Aliens raus. Oder wie auch immer die heißen. Also es läuft. So, pass auf. Den nippen wir jetzt einmal um, Leute. Kann man den auch umnitten? Ich glaube, der ist ein bisschen zu weit weg. Können wir nicht. Wir können ohne Deffen. Gut, dann schießen wir immer eine Rakete in den Arsch. Zack. Also gesessen hat die. Du gehst wieder Deffen. Kannst du den hier? Nö, kannst du nicht. Gut, dann geh Deffen. Zack. Und du begrüßt jetzt unseren Nicht-Freund. Und den dahinter auch gleich, den Kollegen. So, Deffen läuft nicht mehr. Also, nächster Zug. Jetzt müssen wir aber den neuen locker haben, langsam mal. Also, 9 Züge müssen wir doch jetzt locker haben. Komisch, komisch, komisch. Oh, scheiße. Der ist hinter uns gespawnt. Das ist nicht so der Burner. Also die kommen von überall anscheinend, aber okay, die werden wir schon loswerden, ne? So, was ist jetzt? Okay, jetzt haben wir den neuen. Geht's jetzt bumm? Nee, noch nicht. Aber wir haben gewonnen! Nice one! So, schöne XP gibt's hier. Steigen dann auch wunderbar auf. Sind, glaube ich, die mit dem Pfeil sind aufgestiegen, so irgendwie wird das gehen. Und wir kriegen eine schöne Karte für diese Mission. Eine Power-Axt, das ist sowas Nettes.
So, dann gehen wir zu den Space Marines und schauen wir mal, wer ist denn aufgestiegen. Eigentlich alle. So, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Schauen wir uns den hier an. Zack, wie viel XP haben wir? 2000. Dann würde ich sagen, wir geben dem mal ein bisschen Crit hier. Na, der soll ein bisschen mehr critten hier. Crit Damage ist gut. Das geben wir dem jetzt ein bisschen. So. Und einmal geht's noch. Jawohl. So. Jetzt ist der ein bisschen besser drauf. Und diese Plasma Gun, weißt du, die kannst du gleich wieder ablegen. Das ist nicht so der Burner. Du sollst das da nehmen. So, das hat er jetzt. Sehr schön. Diese Plasma. Jetzt hast du auch eine Plasma. Wieso hat der jetzt wieder eine Plasma Gun? Ich habe den doch die normale gegeben. Jetzt hat der wieder die Plasma Gun. Wollt ihr mich verarschen? Vielleicht habe ich die Waffe nur einmal. Kann das sein? Ja, ja, ich glaube, die habe ich nur einmal. So eine Scheiße. Ja gut, dann nehme ich aber ehrlich gesagt lieber die da, bevor ich diese dämliche Plasma... Jetzt hat der Nächste die Plasma gar nicht. Irgendeiner hat immer die Arschkarte, habe ich so das Gefühl, Leute. Gut, also dann leveln wir mal auf. So, wir erhöhen jetzt hier die Crit-Chance. Oh, das ist schon ziemlich teuer hier, das Aufleveln bei dem. So. Zack. Einmal erhöhen wir nur das Leben. Dass der auch ein bisschen mehr hat. Und die Crit-Chance haben wir noch auf. Gut, wir haben keine XP mehr, sehe ich gerade. Du kannst nur aufleveln. Aber das mit der Plasma-Gun, das macht keinen Fun. Das ist irgendwie scheiße, wenn die überhitzt. Die würde ich schon gerne ablegen. Ich hoffe, ich kriege dann danach eine Waffe. 950, also die brauchen jetzt schon ordentlich hier fürs Ableveln. So. Dem gebe ich jetzt nur ein bisschen Leben hier. Er ist schon Level 5. Also man levelt doch halbwegs zügig. Level 6. Jo, Level 6 ist er. Steht das hier auch wo? Nö. So, was ist mit dir? Oh, du hast nur Level 1. Gut, den sollten wir mal mitnehmen irgendwann. Jo, aber sonst sieht es sauber aus. Inventar. Diese Plasma-Guns, kann man die nicht einfach verkaufen oder so? Ah, kann man. Okay. Du kannst diese Ausrüstung nicht verkaufen, dass sie bei Blasius im Einsatz ist. Okay. Na, die können wir verkaufen. Die kann man nicht verkaufen. Ja, aber... warte mal, Heavy Bolter. Kann ich dem nicht den Heavy Bolter dann geben? Das probiere ich jetzt mal. Weil dieses Plasma-Dingsbums da, das ist ein bisschen scheiße. Dann gebe ich dem jetzt mal oder versuch's, dass ich ihm eine Heavy Bolter gebe. Eine Heavy Bolter geht nicht, wenn dann Bolter einsetzen. So, jetzt sind irgendwie andere wieder den Plasma-Scheiß. Nee, den Plasma-Scheiß verkaufen wir jetzt nicht, dass ich es aus Versehen nochmal ausrüste. Das ist wirklich ein Klumpert. Also ich komme mit dem überhaupt nicht klar, das bringt es nicht recht. So, bestätigen, da kriegen wir sogar was dafür. Und alles, was ich nicht brauche, verkaufe ich jetzt zusätzlich noch. Zum Beispiel das hier. So. Alles, was halt nicht im Einsatz ist, ne. Diese Standardwaffen brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne. So, dann die Axt. Die verkaufen wir auch. Da kriegen wir was dafür. Da können wir dann neue Waffen kaufen. Also, das sollte hinhauen. Das ist im Einsatz. Das auch. Das nicht. Das ist das alte Schwert. Da kriegen wir eh fast nichts dafür. Da ist es wieder so ein Plasma-Scheiß. Weg damit. So, was ist mit dir? Auch weg damit. Braucht keiner. Die normale Bolter ist im Einsatz. So, die Meister-Bolter ist im Einsatz. Das Meisterschwert müsste im Einsatz sein. Und das hier hoffentlich auch. Jawohl. So. Irgendwas ist hier zu viel, aber okay. So, jetzt haben wir alles verkauft, was wir nicht brauchen. Kann ich ein Paket kaufen oder so? 72 habe ich. Gut, da kriegen wir dann Karten, beziehungsweise Waffen und so ein Zeug, ne? Jo, also sieht ganz praktisch aus. Wir haben hier nur einiges vor uns. Wenn ich da jetzt drauf drücke, sehe ich, was ich hier habe anscheinend. Da müssen wir nur einiges freischalten.
Die kriegen wir dann während des Feldzugs, nehme ich es an. Ne? So, wir sind in Teil 3. Da gehen wir jetzt einmal rein. Und schauen mal, was wir da machen. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder die Gegend. Wie kann ich den austauschen? Also, würde mich mal interessieren. Ich will eh keinen austauschen, aber ich frage nur. Ah, so geht das. Okay. Gut. Weil ich würde nämlich gern den mit Level 1 auch mal mitnehmen, dass der nämlich auch leveln kann. Den tausche ich jetzt gleich aus mit dem hier. So, weil dann kann der nämlich auch mal leveln und es leveln nicht immer nur die gleichen. Außerdem ist der grundsätzlich so ein Level 2 Soldat schon, das heißt, ich nehme an, der kann ein bisschen mehr, aber das ist jetzt eine Vermutung, so, genau, so sicher bin ich mal da nicht, Leute. So, wir sind wieder auf dieser Map und es geht hier weiter. Das ist anscheinend so eine Art, nennen wir es mal, wie eine Mini-Kampagne, wo du mehrere Missionen halt hast, da geht es aber weit nach hinten. So, da müssen wir offensichtlich hin. Nehme ich mal an. So ein Extraktionspunkt. Das wird man das Spiel jetzt hoffentlich mal sagen. Jo. Irgendwie müssen wir da durch und da werden sicher Feinde sein. Also jetzt kann man nicht vorstellen, dass es ohne ist. Wie kriege ich das auf? Muss ich da dagegen schießen oder was? So, gehen wir da mal durch. Derzeit sieht es clean aus. So. Ja, da muss man... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.